Filmst du oder machst du ein Foto? Ich film dich. Was sagen wir zu dem Ganzen hier? Spannend. Spannend to say the least. War auch ein bisschen unspannend. Die Daytona ist schon cool, gell? Das ist cool. Neue Ziffernblätter bei der Day-Date. Richtig geil. Aber echt schöne Sachen dabei. Grün, blau. Echt cool. Kann man gar nichts sagen. Freunde, Rolex hat die Neuheiten vorgestellt. Ich bin ja mit dem Nico. Und wir hatten ja schon das Video, wo wir so ein bisschen darüber gesprochen haben, was wir uns erwarten. Nichts davon ist, glaube ich, eingetreten. Gar nichts. Aber wir haben jetzt hier mal die neuen Releases. Also es sind ein paar neue Sachen dazugekommen, es sind ein paar Sachen weggekommen. Reden wir mal über die Dinge, die dazugekommen sind. Ich würde sagen, es gibt eigentlich einen, sagt man das auf Deutsch, Elefanten im Raum? Weiß ich nicht. Aber lassen wir die Katze aus dem Sack. Lassen wir die Katze aus dem Sack. Gelb-goldene Deep Sea. Keine Ahnung warum, aber es gibt definitiv einen Markt dafür, würde ich sagen. Sie wird definitiv schwer sein. Sie wird groß sein. Es ist so eine richtige Uhr für ein großes Handgelenk. Ich finde, es ist eine Uhr für jemanden, der halt vorher einen Goldbarren am Handgelenk haben wollte. Jetzt kannst du das halt machen. Ich verstehe es nicht. Das ist für mich die Uhr, die die Menschheit nicht wirklich gebraucht hat. Aber okay. Sie gibt's. Vielleicht schon. Ja. Gibt es wirklich einen Markt dafür? Also ich glaube, es gibt einen Markt. Es gibt sicher einen Markt dafür, ja. Sie machen ihren Research und die werden schon wissen, hey, da gibt es einen Markt für genau die Uhr und es gibt sicherlich einige Kunden, die gesagt haben, sie hätten gerne Deep Sea in Gold. Sie hätten gerne eine Submariner, nur mehr, ja, aber größer. Die haben andere Handgelenke. Für uns ist das Ding viel zu groß. Aber für die anderen, who knows, für die anderen wäre es vielleicht okay. Gut, aber witzig ist irgendwie, sie hat ein blaues Ziffernblatt, kein schwarzes oder so. Ja, das finde ich cool. Es oder ist blaue Lünette. Irgendwie an die Sub. Auch mit einem blauen Ziffernblatt. Sonst, was gibt es noch Neues? Wir haben ein paar neue Ziffernblätter bei den Daydates. Gibt es jetzt mit so einem smoky, rauchigen Blatt, so wie halt die Ombre-Varianten. Irgendwie auch ganz cool, finde ich. Ja. Allgemein, Daydates haben sie cool gearbeitet. Voll, voll schöne Ziffernblätter, muss ich sagen. Also dieses Fumé ist echt schön, ja. Oder wie man auch immer das nennen möchte. Es gibt Mother of Pearl Ziffernblätter bei den Daydates, die echt cool aussehen, wirklich schön. Was gibt's noch? Daytonas. Oh. Die waren. Boah, hey, die sind unfassbar schön. Richtig cool. Ja. Und fette Steine auf der Lünette. Ich habe mir ja Diamant besetzt Daytona gewünscht, nachdem die Everose Daytona am Oyster Fans letztes Jahr rausgeworfen wurde aus dem Katalog. Und es gibt neue, richtig schöne neue. wir haben dann auch den Preis nachgeschaut. Definitiv keine Uhr für uns. Na, also tragbar für die meisten nicht, aber wir würden es wahrscheinlich tragen. Aber Preis, also sechsstellig, nicht machbar. Sind wir raus. Geiles Teil auf jeden Fall. Sonst, was gibt es noch Neues? Ich überlege gerade. Es gibt das Stahl GMT. Ja. Schwarz-graue Lünette. Ist okay. Ist cool. Ganz normale schwarz-graue GMT. Hat diesmal keinen grünen Schriftzug übrigens, ist mir aufgefallen. Aber einen grünen GMT-Zeiger, grüner GMT-Zeiger, aber kein grüner Schriftzug, warum auch immer. Was gibt es noch Neues? Beziehungsweise was ist eigentlich nicht eingestellt worden? Die Celebration ist immer noch da. 36 und 41. Genau, die ist immer noch da. Allgemein bei der Oyster Perpetual ist, glaube ich, weder was dazu noch was weggekommen. Ja. Die ist gleichbleibend. Sprite ist immer noch da. Genau. Was aber weg Pepsi ist immer noch, da. Immer noch da. Was aber weg ist, lustigerweise, ist die Yachtmaster 2. Also das ganze Line-Up scheint weg zu sein. Die Le Mans weiß man nicht. Also wir haben sie jetzt nicht gesehen und sie ist, glaube ich, nicht mehr auf der Webseite. Nein. Aber sie war ja auch so relativ so ein bisschen off-catalog. Also man weiß es nicht. Der kleine Einwurf hier aus dem Edit, weil es passiert ja gerade alles sehr schnell. Die Le Mans in Weißgold ist raus. Aber es gibt angeblich jetzt eine neue in Gelbgold. Die schaut richtig, richtig cool aus, aber ist wahrscheinlich auch nicht mal möglich, überhaupt mal zu Gesicht zu bekommen. Aber das war es eigentlich im Großen und Ganzen schon, oder? Das war's, ja. Das war's. 1908 gibt es eine neue in Platin. Genau, ich hätte es fast vergessen. Die ist ganz cool, super schön. Zum eisblauen Ziffernblatt, geochiert. Die schaut cool aus. Ja, gefällt mir gut. Aber das war's auch. Also man muss sagen, das war jetzt nicht so super mega beeindruckend, was alles neu kam. Ich meine, die Daytona war schon cool. Ja. Aber sie haben eigentlich nur bestehende Modelle ein bisschen geupdatet. Aber ich glaube, dass wir ein bisschen mehr nächstes Jahr erwarten können. Ja, ich glaube. Ich glaube auch, dass es allgemein so ein bisschen das Motto von dieser Messe dieses Jahr ist, dass die Marken eher bei den bestehenden Dingern eher
bisschen mehr rausbringen, als jetzt ganz neue Sachen zu machen. Aber es war eigentlich ganz witzig. Eigentlich auch, wenn wir uns ehrlich sind, genau das, was man auch von einer Marke wie Rolex sich erwartet. Ja, also das ist das, was wir die letzten paar Jahre gesehen haben. Und ja. Auch, ich meine, letztes Jahr war ein Ausnahmejahr. Und ein paar Jahre davor war auch ein bisschen Ausnahme, muss man sagen. Eigentlich war immer Ausnahme. Die Oyster Perpetuals in Farbe war irgendwie eine Ausnahme. Dann kam die Sprite. Und die Sprite, das hat auch keiner verstanden. Ja, stimmt. Dann die neuen Daytonas mit den Stahl-Lünette, was, oder mit Open Case Bags. Ja, mit Open Case. Ja. Also ich glaube, wir sind wieder zurück zu Vor-Covid-Zeiten, wo es einfach stetige Evolution gibt, Hinzufügen von Zifferblattfarben oder neuen Materialien, aber keine großen Verbesserungen, keine großen Überraschungen. Und das ist auch gut so. Ich glaube, das zeigt, dass wir... Das muss man alles ein bisschen entschleunigen. Ja, weil ich auch. Ich habe das Gefühl, die letzten paar Jahre war alles immer so schnell und die Uhren waren auf einmal nur ein Jahr irgendwie hot und war es irgendwie wieder nicht so interessant und irgendwie das Ganze sehr gut, wenn das auch ein bisschen länger anhält. Ja. Aber was wir euch sagen wollten, jetzt wo ihr natürlich alle Neuheiten schon selbst gesehen habt, wenn es eine bestimmte Uhr gibt oder eine bestimmte Marke gibt, wo ihr jetzt auf Instagram oder so gesehen habt, da gab es jetzt Modell X und das wollt ihr gerne im echten Hands-on sehen, dann sagt uns gerne Bescheid, entweder per Instagram DM an einen von uns oder hier einfach als Kommentar unter dem Video und wir tun unser Bestes, damit wir genau diese Uhr für euch mal filmen können, dass ihr da so einen Blick dafür bekommt. Sonst lasst uns gerne wissen in den Kommentaren, wie ihr die Releases von Rolex soweit fandet. Es wird von uns auch noch ein Hands-on geben für die neuen Modelle, aber das war jetzt eigentlich nur mal so ein erster Eindruck. Genau, lasst uns gerne wissen, wie ihr das Video hier findet, ob ihr bestimmte Wünsche habt und dann sehen wir uns eh schon relativ bald im nächsten Video. Bis dann, Freunde. Ciao, ciao.